Ich will auch mit. Nein. Och, bitte. Nein. Ach, Alex. So, Freunde, ich berichte ja in letzter Zeit immer von diesen tollen Geräten, der Kodak ZT8 mit Testberichten und so weiter und so weiter. Und ich habe mir gedacht, wir müssen mal irgendwas tun für die Videopodcaster in Deutschland. Und dann habe ich im Blog gelesen, dass Jeffrey, der CMO von Kodak, auf Europatour ist und nach Deutschland kommt. Und dann habe ich ihn einfach angerufen und habe gesagt, willst du dir nicht mal das anhören, was wir Videopodcaster dir zu sagen haben, um die Produkte in unserem Sinne zu verbessern? Und er hat gesagt, ja, hört sich gut an, aber wende dich mal an die deutsche Stimme von mir, uns oder von Kodak, habe ich gemacht. Und das ist der Deal. Am 21. September in Hamburg findet das Event für uns Videopodcaster statt. Darf ich auch mit? Nein. So, der Deal sieht folgendermaßen aus. Am 21. September in Hamburg, aber nicht irgendwo in Hamburg, sondern im Hafen, auf diesen Floating Homes, das sind so wie so Hausboote, da hat die deutsche Stimme Madeleine, also die deutsche Stimme von Kodak Madeleine, das gesamte Areal gemietet. Da passen 20 Leute hin. Okay, 20 Leute dürfen dahin, du nicht. Und es wird so eine Art Workshop mit einem Get-Together oder Meet and Greet mit Jeffrey Haislett, CMO von Kodak, und er ist auch noch Vice President. Und ich werde euch dann die ZT8 genau erklären. Ihr könnt dann damit rumprobieren, ihr könnt sie ausleihen, ihr könnt im Hafen spazieren gehen. Es gibt natürlich Catering, es gibt Essen, alles dabei. Und ihr könnt auch Interviews führen, wie auch immer. Und nachher stellen wir das dann in irgendeiner Art und Weise online. Darf ich wirklich nicht mit? Nein. Jetzt reicht's. So, jetzt habe ich wenigstens meine Ruhe hier. Nein. Okay. 21. September Hamburg, Hamburger Hafen. Anmeldung über der E-Mail, die ihr unten seht. Exklusives Programm, 20 Leute, limitiert. Meet and Greet with Jeffrey Haislett, CMO von Kodak. Experteninfo, Austausch, Community-Denken. Für euch dabei, Ei Franz. Okay, du darfst mit. Thank you.